sehr. Dankeschön. Pastor Aus. Pastor Aus, bevor ich mit meiner Show anfange, habe ich eine Frage. Und zwar, do you want some rock and roll? You really want some rock and roll? Ja, dann müsst ihr in ein Rockkonzert gehen. Das ist ein Kabarettfestival. Macht nichts. Stellt euch vor, eine Katze geht über die Straße und bricht in der Mitte auseinander. Warum? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Was ist das? Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was das ist. Ja. Wenn die Gürtelrosen blühen und die Rückenschmerzen ziehen, dann ist es eine Qual. Dann wird es Frühling im Spital. Und ist halt so. Kann man nichts machen. Jetzt habe ich da ein paar Bilder mit. Das ist ein Mann mit Hausschuhen. Das habe ich hier aufgemalt. Da kann man hier Häuser anziehen, so wie er will. Das ist sehr, sehr schön. Aber das ist auch sehr schön. Das ist ein Negativ vom Roberto Blanco. Da sieht man auch alles. Kannst auch schauen. Schaut's alle her. Das ist auch schön. Das heißt, zwei Nichtschwimmer auf hoher See. Da sind schon alle weg. Da sieht man keine mehr. Oder da hat sich einer aufgehängt. Der ist online. Das ist ein modernes Computerbild. Das ist online. So, da habe ich einen Esel gemalt, der brennt. Das ist ein Brennesel, heißt dieses Bild, ein Brennesel. Und jetzt fragt man sich, ja, wie kann ein Esel überhaupt zum Brennen beginnen? Aber da war in der Nähe, also circa hier war ein Waldbrand. Und wie der Esel den Waldbrand gesehen hat, hat er gesagt, ja, dann hat schon alles brennt. Weil er selber schuld gewesen ist, immer selber. Der ist gestorben. Gestorben, ja. Da habe ich auch einen Grabstein. Danke fürs Kommen, steht da drauf am Grabstein zum Beispiel. Ja. Und den Grabstein habe ich wirklich in Wien gesehen, da ist am Grab gestanden, lebe wohl. Also, bevor ich so einen Grabstein habe, dann lebe ich lieber weiter, das interessiert mich nicht, sowas. Ja, Wahnsinn. Da kann ich gleich draufschreiben, heute Ruhetag, oder? Das ist ja Wahnsinn. Jetzt, wenn wir schauen, da habe ich eine Kiste auch noch mit. Mal schauen. Also, da geht's weiter. Das Objekt heißt, die großen Enttäuschungen des Zen-Buddhismus. Das ist was sehr Heiliges, was Sakrales. Ich traue mich fast nicht angreifen, weil es so heilig ist. Aber manchmal ist auch nicht viel dahinter. So ein Pizzaschachtel. Das ist gar nicht heilig, ist nicht. Nein, nicht heilig. Nein, ist nicht heilig. Nein, ist nicht. Die stärkste Frau der Welt, Anabolika, habe ich aufgemacht. Stärkste Frau der Welt. Ja, das geht. Dankeschön. Danke sehr. Okay. Der stärkste Kater der Welt, der Muskelkater. Ist auch sehr schön, für mich aufzeichnet. Oder das. Das ist ein Sattelschlepper. Das ist ein Sattelschlepper. Das muss da auch einmal einfallen, das ist nicht so einfach. Ja, ja, das ist nicht leicht, weiß ich. Dankeschön. Okay. Oder da habe ich eine Katze gemalt, die senkrecht hinunterstürzt. Kame Katze, heißt das Spiel. Die geht voll senkrecht hinunter, so Wahnsinn. Ja. Ja, danke schön. Ja. Die Maus auf dem Mars heißt das. Das ist auch sehr schön. Hüpft in alle Richtungen voll herum. So Wahnsinn. Ja. Oder, da habe ich so einen Sack mit. Den habe ich oft in Österreich im Wald. Und da sammle ich im Wald so Blätter. Haben wir gedacht, wenn ich mal einen Blätterteig mache oder so, kann man das auch sehr gut brauchen. Ist ja sehr praktisch auch immer. Da habe ich einen Bart mit, das ist aber kein normaler Bart, den kann man sich zwar so umhängen, das ist aber kein normaler Bart, sondern das ist ein Akrobart. Das ist ein totaler Blödsinn, aber mir gefällt es trotzdem, es ist halt so. Ja. Da habe ich eine Sinfonie gemalt, ja, die hat der Schubert geschrieben, ich habe es gemalt. Schubert, die Unvollendete. Ja, die tolle Sinfonie, die ich da gemacht habe. Tolle Sinfonie auch. Gemacht. Selber gemalt. Ja. Und jetzt habe ich einen Chor gemalt, wo die Chorsänger und Sängerinnen alle nackt sind. Das habe ich auch hier. Das Bild heißt auch so. Hardcore! Kannst du mal schauen, ja? So eine Dinger runter ganz noch servus. Na, brauche ich nicht. Viele lustige Punkte zum Ausschneiden und Sammeln heißt dieses Bild hier. Mit dem Bild war ich sehr schnell fertig, sehr schnell. Und das war zuerst ein schwarzes Blatt Papier und ich habe es so weiß ausgemalt. Da war ich total schnell fertig. Mit dem war ich schnell. Meine Nachbarin, die stickt so viel, die macht so schöne Stickereien. Die stickt und stickt, die wäre fast erstickt, weil sie immer so stickt. Und ich habe so was Typisches mit, eine typische österreichische Stickerei. Da gibt es ja so schöne Sachen und ich möchte das hier kurz nur mal herzeigen. Das sind schon so liebe Handarbeitssachen.
So, jetzt gibt's eine aktionistische Kunstaktion. Jetzt gibt's Kunst, das muss man nicht verstehen, aber bitte genau zuschauen. Eine Aktionskunst. Ja, ich habe hier so eine Platte, die lege ich hierher. Und jetzt beginnt diese Kunstaktion. Ich hätte einen schönen Kupferstich zu verkaufen, wenn es euch interessiert. Der ist sehr, sehr schön geworden. Ja. Aber, danke sehr. So. Dann. Oh. David. Noch ein schönes, großes Kunstwerk in Färbige. Das Bild heißt, ein Pferd geht durch ein Mädchen durch und grüßt nicht einmal. Das geht voll durchs Pferd durch. Das gibt's ja nie. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und da habe ich einen Film gemalt, einen Farbfilm, einen Fernsehfilm, einen Farbfilm. Tarzan. Ja, das ist ja sehr, sehr schön geworden. Oder? Tarzan, ja. Das Motorrad funktioniert nicht, das ist eine Hypochonder. Das kann ja gar nicht gehen. Die wird ja nie fahren. Hypochonder kann nicht fahren. Weiß ich, genau. Auch schön. Ja. Das ist eine nackte Frau im Kleid, heißt dieses Bild hier. Nackte Frau im Kleid. Ja. Und hier noch ein sehr schönes, ein ertrinkendes Mädchen rettet sich ins Feuer, heißt dieses Bild. Das geht sich auch noch gerade rechtzeitig aus, alles da. Ja. Sollten wir sich da noch mal kurz so schauen. Ich nur kurz zur Buntfaltenhose, aber die ziehe ich nicht an, das mag ich nicht so gern. Das fällt mir überhaupt nicht so gut. So, jetzt muss ich da noch... Ich möchte nämlich gern eine Zeitschrift auf den Markt bringen, eine Jagdzeitschrift, und zwar mit dem Titel Kabarett. Und drin wäre dann ein großer Report auch in dieser Zeitung, wo man die verschiedenen Reharten sieht, die es jetzt gibt. Ja. Zum Beispiel hier dieses Regal, das ich hier aufgezeichnet habe, das Waffenpass, Jagdliteratur, da wäre alles drin, was man braucht zum Jagen. In die Mitte von der Zeitung gebe ich dann rein ein großes Porträt, das schaut dann so aus. Fürs Wohnzimmer oder so zum Aufhängen. Jetzt werden viele sagen, das ist ja viel zu teuer, das können wir uns ja nicht leisten. Ich weiß, das gibt's aber auch reduziert. Also das gibt's ein bisschen billiger auch. Das ist jetzt verbilligt schon worden auch. Hier ein bisschen was Armseliges, so eine Art Rekonvaleszent. Angeschossen, Gipshaxen, Ausfluss, alles, was man sich wünscht, ist da drauf. Ne? Nur Mitleid habe ich keines, weil immer, wenn ein Rekonvaleszent ist, kommt ja eh gleich die Rettung und da helfen sie sich gegenseitig weiter, auch die Tiere ein bisschen. Ja. Oder das ist zum Beispiel für die Küche ein Püree, habe ich hier aufgemalt zum Beispiel. Das kann man sich in der Küche oder so aufhängen. Das ist auch sehr schön. Ja. Schön zum Aufhängen. Ja. Oder mal ganz was anderes, so eine Art Hure vielleicht, haben wir gedacht. Das ist auch lieb. Gebierst Aluminiumunterhose, also schon ein bisschen mehr da dann. Und da wird es traurig, so eine Art Requiem habe ich hier aufgemalt. Das ist mit Sarg dabei, ist alles zum Sterben auch schon bereit. Gut, und das wäre dann eigentlich nur noch der Rest. Jetzt habe ich nichts mehr. Das ist jetzt aus. So, der Rest. So. Dankeschön. Schönen Abend. Tschüss. Wiederschauen.